Hey Leute, hier meldet sich nochmal wieder Fluss mit einem, heute mit einem Kurzreview kann man so sagen, nämlich Rock My Aim hat mir eine MP5 Mod gegiftet und die habe ich halt gedacht, muss ich so einen kleinen Review dazu schon machen, aber so einen großen Review normal werde ich halt nicht machen, weil die Waffe eben eine MP5 ist und ein MP5 Review bereits vorhanden ist. Ja, egal, also die MP5 Mod ist die NX-Version der MP5 normal und kostet 1000 NX pro Tag, das heißt, es ist die teuerste SMG von allen. Gut, also auf permanent kostet gleich viel wie die anderen. Was unterscheidet sie von normalen MP5? Gar nicht mal so viel, nämlich nur, dass sie einen S3 Suppressor und LCOG-TR1 Scope drauf hat. Richtig gehört. Diese Waffe unterscheidet sich von den Stats überhaupt nicht von der normalen MP5. In keinem bisschen. Und sie hat auch noch einen GP-Schalldämpfer und einen GP-Scope drauf. Nicht mal einen X-Scope. Also, ja. Gut, der Schalldämpfer klingt anders, was mir ganz gut gefallen hat. Also, ich finde den ja ganz nett, den Schalldämpfer. Ich finde den Sound, irgendwie mag ich den, ja. Weil der ist noch der alte Sound, bevor die Sounds geändert wurden. Die meisten von euch werden wahrscheinlich die alten Sounds gar nicht mehr unbedingt kennen. Ich kenne sie noch. Ja, ich wiederhole nochmal die Stats, also 33 Punkte Damage, 75 Punkte Durability, Rate of Fire 85, Accuracy 67 Punkte und Recoil 63 Punkte, wie die normale MP5. Aber irgendwie war der Recoil nicht so schön wie die normale MP5. Ich habe irgendwie weniger Headshots gekriegt als mit der normalen MP5. Ich weiß nicht so richtig warum, aber naja, mein Gott. Gut, und das kann ich auch gleich. Ich habe auch noch in der Inbox gehabt, die MP5 Rast Centurion, von habe ich vom Event gekriegt. Ja, den packe ich jetzt auch noch kurz mit rein. Das ist ja die MP5 Rast. Die, und dann mit Centurion, das ist nur ein minimaler Unterschied zur normalen MP5 Rast und MP5. Nämlich im Vergleich zur normalen MP5 Rast, ein Punkt mehr Rate of Fire. Und zwei Punkte mehr Portability im Vergleich zur normalen MP5, die MP5 Rast auch hat. Und etwas weniger Recoil, soweit ich weiß. Zwei Punkte weniger Recoil. Ja, also ist nicht schlecht. Kann man nichts gegen sagen. Wollte ich mal so am Rande erwähnt haben, dass ich die Waffe auch noch habe. Ja, die MP5 Mod, sie spielt sich eigentlich nicht schlecht. Ist eine sehr seltene Waffe. Man trifft die eigentlich wirklich so gut wie nie auf dem Schlachtfeld, weil die einfach keiner kauft. Also, ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, ich mag die MP5, ich ändere nicht meine Meinung im Vergleich zum MP5 Review normal, was ich hatte, ja. Der einzige Haken ist bloß, dass die Waffe halt NX ist und man eine normale MP5 halt sehr günstig bekommt und die gleichen Sets bekommt. Okay, Vorteil von der Waffe ist vielleicht noch, dass man einen Schalldämpfer drauf hat, der den Damage nicht runtermacht. Gut, und der Scope ist auf der Waffe sowieso ziemlich unnötig, also das, ab und zu war es mal ganz nutzvoll, aber ansonsten... Naja. Extended Magazine würde ich wie auf der normalen M5 auch empfehlen, genauso auf der Rust und der Rust Centurion. Ja. Jo, ganz witzig, diese Runde habe ich jetzt die ganze Zeit nur mit MP5 gespielt, das war ganz lustig. Also, ja, es fällt mir erstmal auf, wie viel ich eigentlich sonst über Real Life rede, weil ich jetzt eigentlich schon so gut wie am Ende bin. Ja, lohnt sich die Waffe? Nein. Also... irgendwie schon. Ich mag ja die MP5. Aber man kriegt sie ab eher. Das heißt, jeder kriegt sie. Es ist nicht mal ein Argument zu sagen, irgendwie. Ja, die Waffe, die ist gut, aber ihr müsst euch für ein X kaufen, bis ihr den Rang habt. Nein, ist ja nicht so. Eher, ich meine, das ist der zweite Rang, also. Ja. Und dafür die Waffe NX auszugeben, ist schlichte Verschwendung. Sie ist ganz nett und man erregt ein bisschen Aufsehen und alle stürzen sich auf die Waffe. Okay, das ist vielleicht noch so ein minimaler Vorteil, aber ansonsten. Kauft sie euch nicht, es lohnt sich schlichtweg nicht. Jo, das war's mit dem Kurzreview. Wer die Real-Life-Daten von dieser Waffe hören will, der schaue bitte in das MP5 Normal-Review, da wird das ausführlich erklärt. Bis zum nächsten Mal, euer Fluss. Double kill. Ultra kill.